Was geht, Leute? Ich grüße euch, komme wieder zu einem neuen Video. Und das hier wird jetzt hoffentlich für euch ein sehr motivierendes Video, weil die Wahrheit ist, und ich weiß, die Wahrheit ist nicht immer schön, aber die Wahrheit ist die Wahrheit und nichts spricht gegen die Wahrheit. Die Wahrheit kann niemand verdrehen. Du kannst sie verdrehen, natürlich. Du kannst hier in deiner eigenen Wahrheit leben oder du kannst einfach den schlauen Weg gehen und die Wahrheit akzeptieren. Und die Wahrheit ist, niemand wird dir irgendetwas schenken. Niemand schenkt dir etwas. Wenn du etwas willst, dann musst du es dir nehmen. Du musst endlich anfangen zu handeln. Nimm dir, was dir zusteht. Keiner wird es dir schenken. Niemand wird dir irgendwas schenken. Niemand wird dir irgendwas geben, einfach nur weil du bist. Einfach nur weil er dich leiden kann oder sonst irgendwas. Kann hier und da mal passieren. Ja, streite ich nicht ab, aber das ist nicht die Regel. Die Ausnahme macht nicht die Regel. Es gibt Ausnahmen, natürlich, streiten wir nicht ab, aber in der Regel kriegst du nichts geschenkt. Das Leben ist hart. Du musst dir die Dinge erkämpfen. Du musst endlich anfangen, in Aktion zu treten, durchzuziehen. Wenn du etwas haben willst, wenn du etwas erreichen willst, musst du hingehen, musst es tun. Und dann wirst du es bekommen. Das ist ganz simpel. Aber viele sind leider entitled. Leg endlich dieses Entitlement ab. Du hast nichts verdient, nur weil du du bist. Und die ganze Zeit dieses Opfer zu spielen und ja, ich kann ja nicht und die, das wird dich auch nicht ans Ziel bringen. Opferspielerei bringt dich nicht ans Ziel und Entitlement noch weniger. Ja? Wenn du denkst, dass du etwas verdient hast, dann denkst du schon falsch. Da hast du schon einen Knick in der Denkweise. So, dann hast du schon eine falsche Denkweise. Wenn du einfach denkst, du hast etwas verdient, du musst es dir verdienen. Deine Gedanken sollten sein, wie kann ich es mir verdienen? Nicht, ich hab's verdient. Weil viele laufen so darum. Ich hab's verdient. Was hast du dir verdient? Du musst es dir verdienen. Streich, ich hab das verdient und ersetze es durch, ich muss es mir verdienen. Gott liebt humble people, bodenständige Leute, die wissen, wo sie stehen. Aber was sind die Todsünden? Hier, Egoismus, dass man so viel von sich denkt, wie nennt man das? Ja, Egoismus zwar, aber so falsche Selbstüberzeugung, so ich sage es in meinen eigenen Worten jetzt, ja. Ich habe jetzt nicht die ganzen Todsünden alles perfekt im Kopf, aber auf jeden Fall ist eine Todsünde hier. Eingebildet zu sein, Eitelkeit quasi und Faulheit, Trägheit. Gott hasst das. Das heißt, so entitled people, die denken, sie haben alles verdient, aber müssen nichts tun. Gott hasst das, wenn du so denkst. Deswegen musst du es ablegen. Aber wisst ihr, was lustig ist? Wenn ihr endlich erkennt, dass ihr euch alles erarbeiten müsst, wird auch Gott euch Dinge schenken. Und du musst nicht mehr so hart kämpfen. Der Anfang ist schwer. Erstmal musst du in Aktion treten, musst hart arbeiten. Aber je mehr du tust, 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 und du gehst den richtigen Weg, du gehst den harten Weg, auf diesem Weg kommen auf einmal Segnungen. Auf diesem Weg kriegst du Geschenke. Auf diesem Weg kommen dir Leute entgegen. Aber nur weil sie sehen, was du zu geben hast. Nur weil sie sehen, oh, arbeitest hart, du machst etwas, komm, lass mich dir helfen. Nur so funktioniert das. Das Leben ist ein Austausch, es ist einfach so. Wenn du nichts zu geben hast, wird dir auch keiner was geben. Keiner wird dir was schenken, einfach nur weil du du bist. Ne. Aber erst wenn du was zu geben hast, dann kommen Leute zu dir. Hey, ich sehe, machst dies, komm, du brauchst doch bestimmt das, lass mich dir das geben. Komm, brauchst doch bestimmt Hilfe, komm, ich helfe dir. Komm, ich mach dir dies, komm, ich mach dir das. Ja, ach, gib mir einfach ein Essen aus, oder? Helf mir einfach damit irgendwann, dann sind wir quitt. Und so läuft das einfach. Weil die Leute sehen, okay, du hast viel zu geben. Komm, du machst dies, du bist das, du bist fleißig. Und Gott liebt fleißige Menschen. Er liebt es. Und er wird dich reichlich beschenken, wird dich reichlich segnen, wenn du fleißig bist. Wie eine Ameise, du bist am Hasseln. Ja? Schleppst viermal so viel. Wie ist das mit Ameisen? Die können das Vierfache von sich oder noch mehr. So, ich sage jetzt einmal mal, das Vierfache von sich irgendwie stemmen.
Das ist crazy. Guckt euch Ameisen an, wie fleißig die sind. Was ist deine Ausrede? Wenn sogar so ein kleines Exemplar so fleißig ist und arbeitet so hart, was ist deine Ausrede? Oh, ich bin zu klein, oh, ich bin zu dick, oh, ich bin zu dünn, oh, ich bin zu dies, oh, ich bin zu da. Was ist mit der Ameise? Läuft die da rum und sagt, oh, ich bin zu klein, jeder könnte mich zertrampeln? Nee, die geht dahin, schleppt eine Banane mit sich. Habt ihr das mal gesehen? Dass eine Ameise eine Banane, eine Ameise, eine ganze Banane. Guckt euch die Ameise an und guckt euch die Banane an. Oder einen Apfel oder was weiß ich. Etwas, was viel größer ist, ein Stock. Und du denkst, ja, wie kann der Stock sich da bewegen? Bewegt er sich von selbst oder was? Nein, so eine kleine Ameise unten drunter, die extrem stark ist. Ich will euch einfach nur damit motivieren. Ja, ich mache einfach jetzt nur ein Beispiel. Nimm dir ein Beispiel an dieser Ameise. Die ist zwar mega klein, aber trotzdem nutzt die, was die hat. Die nutzt das, was sie hat, macht das Beste aus sich. Die hat keine Ausreden, oh, ich bin zu klein, ich kann das nicht. Nee, weißt du was, ich bin zwar klein, aber ich bin stark. Let's go. Hol ich halt diese Bananen. Keiner wird die mir schenken. Nee, ich muss sie mir selbst holen. Muss sie selbst zu meinem, ich glaube, die haben so einen Bau oder so nennt man das. Muss sie selbst zu meinem Ameisenbau oder Ameisenhaufen da bringen. Zu meinem Zuhause, sage ich es einfach mal so. Ich muss sie selbst nach Hause bringen. Keiner wird die mir schenken. Ne, wenn ich Hunger habe, muss ich selbst hingehen. Guckt euch Tiere in der Wildnis an. Wenn die Hunger haben, gehen die jagen. Aber wir sind hier. Du willst irgendwas? Amazon. Geschäfte. Hier kannst du bestellen, da kannst du bestellen. Brauchst nicht mal einkaufen zu gehen, sogar das kannst du heutzutage bestellen. Alles kannst du bestellen. Aber ich sag euch, eine Sache, die ihr nicht bestellen könnt. Disziplin, harte Arbeit, Ehrgeiz, Herz, das kannst du nicht einfach so bestellen. Das musst du dir erarbeiten. Das wird dir keiner einfach so geben. Ich weiß, in dieser Welt scheint es so, wie als könnten wir uns einfach alles so erkaufen. Ja, heutzutage kannst du dir sogar Liebe erkaufen. Die Leute sagen, Liebe kann man nicht kaufen. Stimmt leider zum Teil. Wir sehen es doch heutzutage. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich gehe jetzt nicht zu deep in das Thema. Ist jetzt nicht das Thema, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Mit dem nötigen Geld kannst du dir sogar Leute erkaufen. Ja, Loyalität, dies, das, die sind dann nicht loyal wegen dir, die sind loyal wegen deinem Geld, bla bla, aber trotzdem, wenn du Geld hast, hast du auch Leute um dich. Ja, ist jetzt aber ein anderes Thema. Ihr wisst, was ich meine. Nee, du musst dir einfach alles erarbeiten. Du darfst nicht dieser Lüge von dieser Welt glauben, dass alles so easy ist. Nichts ist easy. Und alles, was easy zu dir kommt, hat keinen Wert. Real talk. Alles, was du einfach bekommst, hat keinen Wert. Aber alles, was du dir hart erarbeitest, das wird wertvoll. Das ist wertvoll. Das ist von Wert. Wenn du sie beispielsweise ganz leicht bekommst, so, sprichst sie an, kriegst die Nummer, ihr trefft euch, knickknack. Sie hat keinen Wert. Keinen Selbstwert, keine Selbstliebe. Kann nicht gut gehen. Beispielsweise. Wenn du sie aber nicht so leicht bekommst und sie springt nicht direkt mit dir in die Kiste, sie will, dass du sie heiratest, sie will, dass du es ernst meinst und alles und lässt dich mal ein bisschen hier, bisschen, nicht jetzt extrem viel Spiele spielen, aber wir wollen ja eine Frau, die uns ein bisschen kämpfen lässt, bisschen, sie lässt dich ein bisschen kämpfen um sich. Das ist gut. Aber wenn was easy, easy, easy ist, es sollte niemals zu leicht sein in deinem Leben. Wenn es zu leicht in deinem Leben ist, dann machst du etwas gewaltig falsch. Wenn dein Leben zu leicht ist, Junge, Junge, dann hast du eine Menge Probleme, glaub mir. Hatte letztens noch so ein Gespräch. Wenn du es dir leicht machst, wird alles um dich herum nur schwerer. Das ist ein Phänomen für sich. Du machst es dir leicht und alles um dich herum wird nur schwerer. Aber wenn du den schweren Weg gehst und du machst es dir schwer, wird alles um dich herum nur leichter. Deswegen, der Anfang ist vielleicht schwer. Aber je mehr du durchziehst, desto leichter wird es, desto einfacher wird es, desto besser wirst du, desto stärker wirst du, desto weiser wirst du, desto klüger wirst du, desto mehr Erfahrung kriegst du. Und das macht das Ganze
leichter. Denn durch Erfahrung werden wir besser. Hab keine Angst davor zu scheitern, denn es ist nicht Scheitern. Es sind Erfahrungen, die du sammelst. Was hindert dich noch? Angst? Scheitern? Frust? Neid? War keine Ahnung, was hindert dich noch? Krieg jetzt raus, was dich daran hindert, fix das und starte jetzt endlich durch. Du hast nur dieses eine Leben. Gott hat jetzt dieses Leben geschenkt. Mach ihn stolz. Let's go. Ich glaube an dich. Gott glaubt an dich. Glaubst du an dich selbst? Das ist hier die Frage. Zieh endlich durch. Peace out. God bless.